Hallo, liebe Amazon-Kunden und Amazoninnen. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Es gibt wieder neue Folgen von Kalkofes Mattscheibe. Jetzt sogar recalkt. Auf Tele 5 und endlich auch auf DVD. Massenhaft neues Material und Bonusse, bis der Arzt kommt und wieder geht. Ja, so viel, dass es nicht in eine Box auf einmal passt und Ihr Player platzen könnte. Deshalb hier schon mal die komplette erste Hälfte. 3 DVDs vollgepackt bis zum Rand. Mit dem beklopptesten Wahnsinn, den das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Von mir für Sie geguckt und bearbeitet. Damit Sie das Elend nicht allein ertragen müssen. Aber schon okay. Danken Sie mir nicht. Holen Sie sich einfach die DVD. Also Rollschuhe anziehen und die Hütte hier rocken, sag ich immer. Hey Mann, ist das geil, ich bin jetzt Popstar. Ja, nur die Zeitform würde ich korrigieren, also eher Präteritum. Ich war Popstar. So, was machen wir jetzt? Ja, Sie kaufen weiter die Creme, die geht sonst nicht weg. Wir singen gleich zusammen noch ein Lied. In 5 Minuten komme ich zum Pöterpeeling, okay? So, jetzt heute eine so gute Stimmung. Rambazamba, also los. Ja, und unser Manager Dr. Jazz, der macht saubere Deals für uns bei den Chefs von Pro7. Nein. Der macht wie früher wieder die Toiletten sauber bei der Sendeleitung von Pro7, da wo am meisten Kacke produziert wird. Und sein Spitzname ist übrigens Dr. Schiss. Sieh mal, ich habe mir schon auf dem Rosenball in die Hosen geschissen auf Monaco. Da warst du noch nicht mal auf der Welt, Bürstein, ja? Im weißen Anzug. Und da saß neben mir die Grace Kelly und nicht die Mutter von der Katzenberger. Ich hab mir allerdings selbst den Staubsaugerstutzen in den Hintern geschoben und alles abgesaugt, inklusive 7 Kilo Verstand. Gott, hör endlich auf! Nimm mich nicht immer als Bauchspiel, ja? Ich bin Hollywood-Star. Ich habe gar keine Staubsauger. Ich habe eine mexikanische Haushälterin, die saugt alles mit dem Mund. Ja, stimmt es eigentlich, dass eine Barbie-Puppe nach dir designt wurde in Japan? Mhm. Die sah genauso aus wie du? Ja. Mit Heidekönigin-Kostüm, oder wie? Nein, ich hieß vor allen Dingen Jenny. Meine lieben Damen und Herren, ganz ehrlich, es ist keine Schande, auf dem bordellfarbenen IKEA-Sofa vom NDR einen kleinen im Tee zu haben. Irgendwie muss man sich das hier ja auch schön saufen. Also da ist rein gezwitschert, ne? Dann so ein Fässchen Bier, dann so eine Kiste Doppelkorn, ne? Und dann trinke ich an und alles von ganz. Jetzt mal ganz unter uns, wenn ich betrunken wäre, dann würde man mich doch nicht hier zu dir aufs rote Pferd lassen, oder? Also nicht hier im MDR. Was? Nein, das ist uns egal. Also wer es noch auf allen Vieren bis zum Sofa schafft, wird auch auf Sendung gelassen. Sonst hätten wir ja schon längst keine Gäste. Guck mal, ich hab dich gemalt. Hilli mit dem Willi. Einfach gefällt mich klicken und schon hast du mich adoptiert und musst für meine Pflege aufkommen, bis ich platze. Dank ICP-Krönung war die Frisur von Lance Armstrong schon immer 5 Minuten vor ihm am Ziel. Es hat so viel Koffein, dass ihre faulen Haare nie wieder einschlafen können und bis zum Lebensende auf ihrem Kopf Party feiern. Das macht aus herkömmlichen Schuppen neue, wilde Techno-Schuppen. Und nach dem Friseur können sie sich ihre Haare als Cappuccino aufbrühen und die Sackhaare als Espresso. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Kaffee Koffein enthält. Und wenn Sie mir nicht glauben, ziehe ich mit der Maus noch eine Linie am Computer größer und zeige es Ihnen. Das kann ich nur bestätigen. Oh, jetzt halt doch mal endlich deinen Mund, wenn die hier Erwachsene reden, Mensch. Das geht dich überhaupt nichts an gerade. Ich versuche nämlich, dich endlich zu verheiraten, du hohle Nuss. Oder denkst du, ich will, dass du Versager mir noch 30 Jahre an der Backe hängst? Noch Strudel? Und den hier, den gibt es übrigens bei uns in Deutschland auch viel besser. Ja. Schön tiefgefroren. Den muss man nur in den Ofen tun. Da müssen Sie sich gar nichts drauf einbilden. Ja. Ich nichts verstehen. Bumsen.
Jung, willig, wollig, nimmt die Mutter an. Also, zack, bums, ne? Schabe schwanger. Hast du schon einen Weg in der Beziehung, ne? Kastration. Fragen Sie nicht, was hat mein Pimmel je für mich getan, sondern fragen Sie sich, was Sie für Ihren Pimmel tun können. Also los, schnallen Sie Ihren Lurch an und gehen Sie in die Penisverlängerung. Rinn mit ihm dank Triniteam. Gegen Aufpreis auch für Linksträger. Und die grindigen Armleuchter von RTL 2 bezahlen uns auch noch dafür. Im Fernsehen kriegt selbst das dümmste Schwein noch Kohle für sein Arschloch sein. Na, dann scheißt dir doch in die Hose, du labberiger Wendelpupser. Ne? Und dann kannst du ja mal versuchen, hier erhobenen Hauptes aus dem Studio zu gehen, wenn dir die feige Flitzekacke aus den Hosenbeinen läuft. Du zitternder 10 Zwischenräume Abtrockner, du. Nein, 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 nein. Jetzt ist aber halt definitiv... Halt jetzt endlich mal deinen Maul oder ich reiß dir den Kopf ab und kack dir in den Hals! Verdammte Scheiße! Meine Güte, ist das spannend. 100 Jahre sitz ich jetzt noch hier und warte, bis ich an den Sessel anwachse. Frauentausch auf RTL 2. Sie stahl mein Herz und mein rechtes Ei. Ich kauf zwei neue, dann hab ich drei. Frauentausch auf RTL 2. Jetzt steh ich in der Fernseh-Arschkartei. Es reimt sich nur noch Kartoffelbrei. Jetzt hab ich auch keinen Bock mehr.